Ja, das ist normal, aber ich sag mal so, das ist komisch irgendwie heute, weil ich hatte das heute schon mal, so heute Vormittag. Und ich habe echt endlich diesen schweren Bosskampf hinter mich gebracht und das Spiel geschafft. Das ist unglaublich. Aber trotzdem, er ist ein bisschen blöd einfach mit meinem Arm, hast du ja selber gesehen, Schatz, und außerdem, ich fand die Pinguine echt lecker, ey, vom Geschmack her. Kannte ich noch gar nicht so mit Kokos. Ja, es war was Neues, das stimmt. Ja, das wäre ganz gut, dass man drauf achtet. Ich habe mir vorhin noch mir eine DVD von dir angeguckt, Schatz. Hatte ich vorhin einfach noch gemacht. Die von Fast and the Furious, die du mir immer auch gegeben hast, Schatz. Ja, ich habe heute mal nichts Warmes gegessen. Ich habe echt wirklich nur kalt gegessen heute, Schatz. Ich habe heute nichts Warmes gegessen, Schatz. Ich habe eher so Kaltes gegessen. Ich wollte mal auch etwas heute mal. Ich hatte einfach keine Lust auf warmes Essen irgendwie. Nee. Kommt auch nicht immer oft vor. Manchmal habe ich so Momente, wo man echt gar keine Lust auf warmes Essen hat. Das war jetzt Resident Evil 5, ey, ich muss echt sagen, so, das war wirklich echt anstrengend. Weißt du noch so, Schatz, wo du bei mir warst, so, für den Moment, und ich hab's jetzt durch. Mir ist auch eingefallen, was wir noch so gucken können, theoretisch. Ich finde, ich habe da so ein paar Serien gesehen, die du mal genannt hast zu mir mal, Schatz. Die können wir eigentlich auch mal gucken, wenn du willst. Ja, und ich habe auch noch heute noch mal eine Wäsche von dir gewaschen. Eine. Ja, ich hatte mir deshalb Bananensaft geholt, auch nicht nur wegen den Krämpfen, sondern einfach irgendwie mein Immunsystem noch mal ein bisschen aufzupeppen. Shake this tear stained
Mein Gott, wie viel habe ich denn hier freigeschaltet, ey? Also. Puh. Ja, somit habe ich es geschafft. Das ist mal alles. Krasse Figur, ne? Huiuiui. Ja, auf jeden Fall hat das richtig total Bock gemacht. Richtig Bock gemacht. Und für mich war es einfach leid. Schöne Figur hier.
Ja, das war auf jeden Fall Resident Evil 5. Ich bedanke mich an alle, die das Projekt geguckt haben und bei den Kommentaren und bei den Abonnenten. Und morgen werde ich dem Resident Evil 6 Let's Play. Ich freue mich schon sehr drauf. Mal gucken, wie das Spiel wird. Das hier jedenfalls war echt blind und Story dahinter, da ging es dann nur um Chris Redfield und um Jill Valentine, der herausfinden musste, wo sie überhaupt ist, ob sie überlebt hat. Die hat sie überlebt und ja, dann hat auch Albert Wesker, heißt ja der Typ, hat dann halt auch die ganze, sag ich mal, Revolution, die ganzen Forschungen überhaupt betrieben, um halt sich Leute zu erschaffen und um halt sich selber, sag ich mal, mächtiger zu machen. Das war halt eben das Ziel des Spiels, um ihn aufzuhalten, und ich bin froh, dass er vernichtet ist. Er war echt der anstrengendste Boss im kompletten Spiel, meiner Meinung nach. Und schneide ich das eine Manko vorweg. Erstens, das Ziel ist total hier grauenhaft in dem Spiel. Die Speichermöglichkeiten sind zum Kotzen. Und ich finde persönlich auch, die Kapitel, ich finde, es hätten noch ein paar mehr sein können. Meiner Meinung nach, ich finde, das Spiel dürfte vielleicht ein bisschen länger gehen als der 4. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zusehen und bis morgen zu Resident Evil 6. Haut rein, bis dann, ciao.